Pausenschlau. Stark im Leben. Svenja Schmidt. Erst jagen, dann essen. Gesundheitscoach Hanjo Fritzsche über gesunde und moderne Ernährung aus Urzeiten. Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und abends essen wie ein Bettler. Ja, das ist ja das, was man sagt. Und es ist völlig unbegründet. Also keiner braucht Energie, früh zu essen, um in den Tag zu starten energetisch. Weil das sollten wir eigentlich können. Ja? Wir sollten die Fettpolster, die wir haben, sollten wir als Energiequelle optimal nutzen können. Das kann bloß heutzutage fast keiner mehr, weil wir es nicht gewöhnt sind. Und wenn man Leuten dann sagt, lass mal dein Frühstück weg, dann geht es denen erstmal schlecht. Weil der Körper muss sich daran erst wieder gewöhnen. Und dieses große Abendessen, ja, das macht einfach nur Sinn. Sinn deshalb, weil dann sind wir in dieser Rest-and-Digest-Phase. Das heißt, wir verdauen und ganz wichtig, wir kommen zur Ruhe. Und das macht natürlich Sinn, wenn wir unseren Biorhythmus anschauen. Früh Aktivität, da geht auch Cortisol, unser Stresshormon, hoch. Und das sinkt über den Tag langsam ab. Also zumindest ich hoffe es, dass wir nicht so sehr gestresst sind, dass es langsam absinkt. Und zum Abend hin sollen wir dann auch zur Ruhe kommen. Und dieses große Abendessen, das bereitet das praktisch vor. Es bereitet zum Teil diesen gesunden Schlaf auch vor, weil wir einfach, man kommt auch, also früher sind die Leute in der Gruppe zusammengekommen, heute sitzt man meistens vorm Fernseher und mampft dann sein Zeug in sich rein, aber eigentlich müsste man sich eine Kerze anzünden, eine schöne klassische Musik auflegen und dazu mit Freunden oder Familie zusammen in Ruhe essen. Und das würde dann, und dann kann man auch viel essen. Aber belastet das dann nicht meinen Schlaf? Ja, das denken die Leute, dass es den Schlaf belastet. Es gibt Menschen auf jeden Fall, die sollten nach 8 Uhr nichts essen, wenn sie denn dann schon um 10 Uhr, 11 Uhr ins Bett gehen. Und das sollte man auch um 10 Uhr ins Bett gehen, eigentlich. Da muss man individuell schauen. Also ob man jetzt um 18 Uhr sein Abendessen isst oder um 20 Uhr sein Abendessen, das ist nicht so wichtig. Da gibt es individuelle Unterschiede, dass manche Menschen sagen, oh, jetzt habe ich so viel gegessen, ich kann schlecht schlafen. Dann muss man einfach das Abendessen ein bisschen nach vorne verschieben. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.tausendschlau.com.